Es war ein dunkler Winterabend. Die Luft war klar und eisig kalt. Es roch nach Bratäpfeln und gebrannten Mandeln. Überall leuchteten Lichterketten. Und im großen Tannenbaum auf dem Marktplatz hingen bunte Kugeln. Es schneite. Oder auch nicht. Doch, dicke Flocken stieben durch die Straßen. Hinter den Fenstern flackerten Kerzen und warfen ein warmes Licht auf den Bürgersteig. Es war Weihnachten. Alle Menschen saßen zusammen mit ihren Liebsten, tauschten Geschenke aus und aßen leckere Dinge. Fast alle Menschen. Ein kleines Mädchen war noch auf der Straße unterwegs. Sie trug eine dicke Jacke, aber im Schneesturm war ihr trotzdem kalt. Bei sich hatte sie nur ihr Handy und eine Packung Streichhölzer, die man auch Schwefelhölzer nennen kann. Sie war auf dem Weg zurück nach Hause, weil sie noch ein Geschenk hatte besorgen wollen. Aber die Läden waren schon längst geschlossen. Nun hatte sie nichts, was sie ihrer kleinen Schwester schenken konnte. Eine ihrer alten CDs vielleicht? Oder ein getragenes T-Shirt? Nein, viel besser. Sie würde sich eine Geschichte ausdenken. Eine richtig gute Geschichte, die sie ihr jeden Abend erzählen konnte. Die allerbeste Weihnachtsgeschichte. Sie hielt an einem Bushäuschen an und begann zu überlegen. Und weil sie es auch etwas gemütlich haben wollte, zündete sie ein Streichholz an. Als das Streichholz erleuchtete, da kam ihr auch schon die erste Idee. Es war einmal ein Weihnachtsmann namens Niklas Julebuck. Er war einer von den guten Weihnachtsmännern. Früher hat es viele gute Weihnachtsmänner gegeben, aber jetzt war nur noch er übrig. Nur er und sein Rentier Sternschnuppe. Auf der Flucht vor dem bösen Weihnachtsmann Waldemar Wichteltod rasen die beiden über den Himmel. Sternschnuppe zieht den Schlitten dabei so schnell, dass ihre Verfolger keine Chance haben. Doch dann geraten sie in ein Gewitter. Ein Blitz schlägt in den Schlitten ein und trennt Sternschnuppe und den Weihnachtsmann. Mitsamt seines Schlittens fällt der Weihnachtsmann vom Himmel herunter. Dort findet ihn ein Junge namens Ben, der den Absturz beobachtet hat. Statt zur Schule zu gehen, geht er nämlich lieber zum Wagen des Weihnachtsmanns. Ben verspricht, ihm zu helfen, Sternschnuppe zu finden. Alleine könne er das nicht, aber er hat einen ganz besonderen Hund. Einen Weihnachtshund! Der Hund kann Sternschnuppe riechen. Sie suchen ihn überall. Im Park, auf dem Spielplatz, unterm Bett, im Garten, in der Schule, auf der Bühne, auf der Halle, in der Halle, im Weltraum, im Regenbogen, unterm Gras, überm Gras, hinter der Schule, vor der Schule, unter der Schaukel, über der Schaukel, sogar auf der Brille und sie suchen in dem Kleiderschrank und sie suchen und finden ihn schließlich im Einkaufszentrum. Was machst du denn hier? Fragte Niklas. Na, einer muss sich doch um die Geschenke kümmern. Der Weihnachtsmann lachte laut und fortan fuhren sie gemeinsam wieder über den Himmel. Wow! Vor Aufregung fiel ihr fast die Schachtel Streichhölzer aus der Hand. Unbedingt wollte sie noch eine Geschichte hören. Und noch eine. Und noch eine. In einer nach der anderen träumte sie sich hinein. Und merkte nicht, dass die Streichhölzer zur Neige gingen. Schon war sie beim vorletzten Streichholz angelangt. Bitte, bitte, das muss noch mal eine ganz besonders tolle Geschichte werden. Es war einmal ein Mädchen namens Clara. Das wünschte sich zu Weihnachten lauter tolle Dinge. Ihr Onkel brachte aus seiner Werkstatt eine selbst tanzende Puppe, ein aufziehbares Auto und einen Nussknacker. Der Nussknacker war so schön, prächtig und riesengroß, dass natürlich auch ihr Bruder Fritz mit ihm spielen wollte. Aber die Nuss, die er ihm in den Mund steckte, war viel zu groß. Da zerbrach der Nussknacker und Clara wurde sehr, sehr traurig. Aber der Onkel hatte alles mitbekommen und tröstete sie. Er legte den Nussknacker in ihr Puppenbett und flüsterte ihr zu. Die Weihnachtsnacht ist eine ganz besondere Nacht. Da können ganz außergewöhnliche Dinge passieren. Clara ging immer noch traurig schlafen. Plötzlich wachte sie auf. Sie sah den Nussknacker mitten im Kampf mit einer Maus.
Der Nussknacker kämpfte gegen den Mäusekönig, doch es sah nicht gut für ihn aus. Clara nahm den Pantoffel und schleuderte ihn auf den Mäusekönig. Damit rettete sie dem Nussknacker das Leben. Und plötzlich geschah das Wunder. Er wuchs und wurde zu einem stattlichen Prinz. Prinzessin. Einer stattlichen Prinzessin. Der Prinzessin nahm Clara bei der Hand und lud sie zu dem Fest der Zuckerfee ein. Die Zuckerfee veranstaltete die schönsten Feste. Und nebenbei war sie noch die beste Tänzerin der Welt. Und so tanzten und tanzten sie die ganze Nacht zu ihrer Lieblingsmusik. Bis irgendwann mal in den frühen Morgenstunden fiel Clara müde ins Bett. Und als sie morgens aufwachte, lag der Nussknacker wieder unbeschädigt in ihrem Puppenbett. Und zwinkerte ihr zu. Als das vorletzte Streichholz ausging, fiel dem Mädchen auf, dass es ganz schön spät geworden war. Es schneite mittlerweile noch viel stärker. Um das Bushäuschen herum lag der Schnee schon einen halben Meter hoch. Sie musste sich beeilen, wenn sie noch rechtzeitig nach Hause kommen wollte. Ihre Mutter hatte sicher schon den Plätzchenteller vorbereitet. Und den Kinderglühwein. Und die Gans im Ofen. Der Baum war geschmückt und die Geschenke aufgebaut. Alle warteten nur auf sie. Es war jedes Jahr ihre Aufgabe, die Krippenfiguren aufzustellen. Sie holte sie aus einer Papierkiste im Keller, wo sie das ganze Jahr über schliefen. Dann stellte sie ganz links das Rentier auf. Daneben den Paketboten, den Weihnachtsengel, die Zuckerfee und ganz rechts den Kobold. Hinter ihnen leuchtete der Weihnachtsstern. Jedes Jahr sah die Krippe ein bisschen anders aus und doch immer gleich. Sie konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Aber es war so dunkel geworden, dass sie sich nicht mehr sicher war, an welcher Ecke sie links abbiegen musste. Um das Straßenschild besser lesen zu können, zündete sie noch das allerletzte Streichholz an. Die Weihnachtsnacht ist eine ganz besondere Nacht. Da können ganz außergewöhnliche Dinge passieren. Als sie schließlich zu Hause ankam, machte sie sich wegen des Geschenks längst keine Sorgen mehr. Sie hatte so viel zu erzählen, dass der Weihnachtsabend noch schöner wurde als sonst. Direkt nach dem Geschenkeauspacken begann sie mit ihren Geschichten. Ihre Schwester und ihre Eltern und sogar der Hund hörten ganz gespannt zu. Und sie erzählte und erzählte und erzählte, bis alle unter dem Weihnachtsbaum eingeschlafen waren.